Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch etwas vorlesen aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Entsetzen in Frankreich nach Überfall auf Dorffest. Der 16 Jahre alte Oberschüler Thomas lag auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen. 16 weitere Jugendliche wurden durch Messerstiche teils schwer verletzt. Über das Motiv der Angreifer herrscht Unklarheit. Ein Augenzeuge sagte, die Angreifer hätten gerufen, wir wollen Weiße abstechen. Tja, meine Lieben, ist das nicht köstlich? Ist auch meinen Kollegen vom Horizont aufgefallen. Die FAZ schreibt, dass das Motiv unklar ist, nur um dann im nächsten Satz das Motiv zu beschreiben oder aufzuschreiben oder uns mitzuteilen, nämlich wir wollen Weiße abstechen. Darüber sollten wir reden und dann begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Bevor wir loslegen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und uns folgen auf Telegram und auf Twitter, ganz, ganz wichtig mir und natürlich auch dem Deutschlandkurier. Und lade doch bitte auch die App runter vom Deutschlandkurier. Findet ihr alles hier drunter im Informationskasten. Tja, meine Lieben, das Blutbad in Frankreich sorgt für Entsetzen. Die Täter sollen aus einer Plattenbausiedlung in der Nähe stammen. Am Dienstag hat die Polizei 9 Personen festgenommen. Das Ganze fand am letzten Wochenende statt, also die Attacke. Die meisten von ihnen sollen der Justiz bereits bekannt sein. Ja, also ähnlich bis genauso wie bei uns. Auch immer. Vom Staatschef Macron war vorerst überhaupt nichts zu hören. Es war die politische Rechte wieder einmal, die als erste über diesen Vorfall berichtete. Genauer die Enkelin des Front National-Gründers Le Pen. Sie sprach von einer barbarischen Meute, die eine fröhlich feiernde Festgemeinschaft überfallen habe. Und der Rassismus gegen Weiße schlägt fortan auch auf dem Lande zu, nicht nur in den Großstädten. Auch das eine Parallele zu Deutschland. Und auch ihre Tante Marie Le Pen hat sich zu Wort gemeldet und sie sagte, dass niemand mehr sicher sei. Dorffeste, Hochzeiten, Geburtstage, seit einigen Jahren wären eben auch Dörfer betroffen. Für viele Franzosen schien das Leben in ländlichen Gebieten ein wirksames Gegenmittel zu sein, um nicht zu den Opfern zu gehören, die sie im Fernsehen sehen würden. Doch nun wird ihnen klar, dass das nicht mehr stimmt. Erst 48 Stunden nach der schrecklichen Attacke meldete sich auch ein Regierungsvertreter zu Wort und beklagte die Verrohung der Gesellschaft. Ja, diese Verrohung haben Politiker wie Sie, mein lieber Herr, ist jetzt auch völlig egal, wie Sie heißen, ja, selbst zu verantworten. Beatrice von Storch von der AfD schrieb dazu, der Angriff in Frankreich zeigt wieder einmal in erschreckender Weise, was importierte Gewalt aus dem Orient für die einheimische Bevölkerung bedeutet. Morde, Messerstechereien, Gruppenvergewaltigungen und einen hasserfüllten, brutal gewalttätigen Antisemitismus. Für die Franzosen gibt es in ihrem eigenen Land nirgendwo mehr Sicherheit. Ja, ist ja auch bekannt, dass zum Beispiel die jüdische Bevölkerung in Frankreich seit Jahren flüchtet nach Israel. Die fühlen sich in Israel sicherer als in Frankreich. Das muss man sich mal vorstellen, meine Lieben. Und wie sieht es in Deutschland aus? Nun, laut der Kriminalstatistik des BKA gab es 2022 47.923 deutsche Opfer bei Taten, zu denen Zuwanderer als tatverdächtig ermittelt wurden. Das waren 18% mehr als im Vorjahr. Demgegenüber stehen nur 12.061 Zuwanderer, die Opfer eines deutschen Tatverdächtigen wurden. Und da ist ja wiederum auch nicht klar, wie viele von diesen 12.000 Tätern waren Passdeutsche. Meine Lieben, wir sind noch nicht so weit wie Frankreich, aber wir sind auf einem guten Weg. Guten Weg kann man ja kaum sagen. Dahin. Und wir sehen ja auch, dass diese ganzen Lippenbekenntnisse der Altparteien, die nun auch auf den Abschiebezug aufgesprungen sind, es bleiben Lippenbekenntnisse. Also von daher, bleibt mal lieber beim Original, da wisst ihr, wo ihr seid. Haut rein, macht weiter und bis später.